Es ist zwar Weihnachtszeit, aber trotzdem so richtig warm ums Herz wird man trotz allem noch nicht. Ja, willkommen zurück, Freunde, hier bei in der Eisruine bei A Link Between Worlds. Naja, so, sind wir schon mal ein Stockwerk höher. Was uns das bringt, ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, ich müsste eine Truhe noch gelangen, was irgendwie so funktioniert. Yeah! 50 Rubine hat sich voll gelohnt, aber eben 100% waren und so. Muss das natürlich dabei sein. Ja, hier die Eisruine, ihr seht schon, frostig und alles, ja wunderbar. Der Feuerstab ist natürlich Pflicht, trotz allem. Alles andere ist mein Lieblingsthema, da können wir auch bis zum Schluss aufbehalten. Nicht nur deswegen, weil auch die Gegner hier sind teilweise so stark, dass ich jedem da draußen, der das Spiel auch spielen möchte, empfehlen würde, diesen Tempel zum Schluss zu machen. Moment, bin ganz falsch. Hier wollte ich ja hin. So, gehen wir nochmal ins U3 und gucken, was hier so abgeht. Vielleicht der Wand entlang? Glaub nicht, wa? Müsste ich irgendwie eigentlich, oder? Da geht's auch nicht. Okay, weil hier brauche ich einen Block, damit ich da nachher Feuer rüberspeien kann. Ups. Das war eine Glanztat. Toll gemacht, Link. Hui! Übrigens auch nichts. Wie machen wir das wohl am besten, Freunde? Dass trotz allem. Wow! Was runtergefallen, dass es trotz allem irgendwie noch funktionieren könnte. Naja. Wird schon irgendwie gut. Hallo? Gut gehen, also. Jetzt muss ich irgendwie dort. Wow. Das Feuer noch aktivieren. Das Feuer der Leidenschaft. Ja, aber nicht so. Wie machen das am besten? Irgendwie dort das Feuer aktivieren. Könnte ein bisschen doof werden. Kratz, kratz, kratz. Ich überlege. Über die Wand, wa? Muss ich noch von der anderen Seite kommen? Wobei, muss ich auch so gehen. Aktiviere den Schalter! Tja, oder eben auch nicht. So, komm schon, schräg und. So, jetzt ein bisschen schräg, so jetzt aber. Was? Wieso geht das nicht? Ist egal. Mach's mal so. Bombs away und so. Klappt auch so. Schön. Bringt nur mich nicht gerade ein bisschen weiter. Verdammt. Mach das jetzt. Der Trick war nicht schlecht, aber irgendwie muss es anders machen, wa? Irgendwie die Höhe stimmt hier zwar. Oh, 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 Freunde, Freunde, mache ich das wohl am besten. Weil irgendwie muss das Feuer darüber. Könnte ein bisschen tricky werden, wa? Naja, gucken wir es uns später an. Vielleicht aktivieren wir ihn etwas, womit noch so eine neue Plattform erscheint. Könnte ja alles sein, nicht wahr? Da ist noch ein Gegenstand, den wir uns später holen werden. Ja, gut. Wieder weg. Und ins U3. Oh. Hallo. Tschüss. Na klar, Auge zu, kein Schaden mehr. Du kannst mich mal. Ist klar. Die dämlichen Teile, die hasse ich. Aua, euch auch. Ich hasse alles hier. An diesem Tempel. Hallo. Ah, du. Wow, so. Weg mit dir. Okay. Komm her, Mann. Tja, das ist dein Problem. Ja, toll, was bringt das jetzt? Wenn der runterfallen, komm ich doch U3? Ja, aber da war ich ja schon, oder? Und noch nicht. Nein, so tief natürlich doch nicht. Es bin bereits U4? Das war ein bisschen zu tief, wa? Doof.
Okay, war ich jetzt dort echt noch nicht? Doch, ich war doch schon. Eben ist das hier wieder. Genau, jetzt bin ich hier wieder, bringt sowieso nichts, komme ich nicht durch, gut. Zuck, zuck. Den ganzen Weg zurück und dann nach oben und da. Ja, die Eisruine, die weiß, wie sie jemanden in Verstand bringen kann. Gut, U2 wieder mal, schön, jetzt kann ich doch hinten die Wand entlang, komm schon, das geht doch. Oh, okay, geht doch nicht. Naja, es wird schon gehen, Freunde und Leute, noch nicht jetzt. Es klappt eher später, wenn wir das Dungeon-Item erhalten. Ja, sollte wohl jeder wissen, worum es sich handelt. Wie kam ich bloß daran? Das ist natürlich die andere Frage. Aha, blöde Frage, da habe ich die Antwort. So, hat hier oben noch was? Ah, ein paar Fufis, auch nicht schlecht. Und runter. Und da haben wir die Ausdauer-Schriftrolle. Tja, nicht mal doppelt so viel, aber immerhin ein bisschen. So, ein paar Herzen noch, sehr schön. Denn trotz der blauen Rüstung bin ich wieder ein bisschen, naja, nicht mehr so ganz fit, wa? So, jetzt hoffen wir, dass wir da wirklich durchkommen mit der längenden Ausdauerleiste, obwohl die nur ein bisschen länger ist. Aber das gereicht. So, zack, wieder voll. Dankeschön. Und die Truhe. 100 Rubine. Der Zug muss auch noch länger ziehen. Ich glaube, zurück geht's hier nicht mehr. Oder klappt das eventuell? Mal gucken. Nö. Keine Chance. Schade. Das geht also schon mal nicht und uns fehlt noch ein Schlüssel, wie ich sehe. Die Frage natürlich, wie geht es jetzt weiter? Alter, immer so knapp. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wie weiter, Freunde? So vielleicht? Ja, so garantiert nicht. Ich komme hier irgendwo, wenn ich da unten hinfalle, komme ich dorthin. Toll, bin ich hier wieder. Hier oben habe ich alles, war EG, U1, U2, dann aber auch einen Schlüssel, U3, U4, U5. Ich schätze mal, der Schlüssel wird hier sein. Die Frage ist bloß, wie zum Henker komme ich dorthin? Also alles aktiviert hier, da gibt es eigentlich nichts mehr, das ist vielleicht die andere Seite. Habe ich ja eventuell etwas übersehen. Ja, hat übersehen, dass es nicht mehr weitergeht, toll. Das war es schon mal nicht, das habe ich ja. Dann muss ich ja doch entweder unten durch oder von unten wieder ganz hoch und dann auf die andere Seite fallen lassen. Doch mit der Fackel irgendwie etwas machen, weil irgendwie muss das Teil halt hinten anzünden, das geht nicht anders. Nun hat sie nie so richtig geklappt, wie ich es gerne gehabt. Du willst mich wohl verarschen. Wegen dem Zentimeter Link, ich glaube, du musst mal, ja, mal lernen springen. Dann Kumpel da aus dem Wind Waker oder aus Skyward Sword, die können es auch. Aber du natürlich nicht, nö. Der Link, der kann das nicht. Er hat zwar Pegasus-Stiefel an und so, aber sowas? Nee. Wieso denn auch? So, jetzt da, aber jetzt da rüber. Tja, an der Seite müsste ich, wa? Sprich, für mich sieht es so aus, als müsste ich nochmal hoch und auf die andere Seite rüber gehen, aber da irgendwie zwar jetzt rüberkomme. Ist eine andere Frage. Och, Menschenskind, hey. Ja, der Tempel ist verwirrend. Kann man nicht anders sagen. So, dann muss ich mal trotzdem wieder normal zurückkommen.
geht's hier nur im Special Weg entlang. Hilfe. Ja, sieht fast so aus. Also natürlich können sie nicht versuchen, hier oben runterzufallen. Das wär's vielleicht. So, und jetzt? Ja, und jetzt klappt's, Freunde. Jetzt klappt's. Das war der Trick. Haben wir komplett vergessen. Geil. Hallo, Link. Komm schon. So, jetzt. Dankeschön. Wieder hier in der Mitte. Ich geh jetzt noch nicht durch, war klar. So, nochmal schon runter. Jetzt bin ich hier. Da komme ich einfach irgendwie nicht. Das ist doch... Und noch irgendwie etwas? Nö, auch nicht, wa? Okay, ich habe eine Abkürzung geschaffen, ist schon mal schön, aber irgendwie muss ich jetzt da bei U3 und so auf die andere Seite gelangen, sonst sehe ich da schwarz. Genau, den Schlüssel brauchst, dann komme ich hier nicht weiter. Da drunter muss ich auch noch... Achso, jetzt kommen wir hier runter. Aber das war schon. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das vorher schon so war. Blup. Ah, jetzt bin ich hier. Schön. Schön. Mann. Bleib stehen. Von ganz tat. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Wir sind Gebrüder Duck. Ja, sehe ich auch. Wow, 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 wow. Aua. Ah, nicht in den Arsch. Wow, haut ab, ich mag euch nicht, ich mag euch nicht. Wir haben es geschafft, Mann. Also knapp 8 Herzen gekostet, die ist sonst nichts wild. Wo bin ich denn jetzt? Was soll ich denn? Oh, ja, sehe schon kommen. Und runter mit dir, so, runter mit dir auch, dankeschön. Oh, scheiße, da fehlt noch, wow, nein. Das war so klar. Was? Nicht schon wieder, Link! Der hat immer Rückstoßeffekt! Mann, oh Mann, Linky Boy! Ah, schön, es kann noch unten durch. Haben wir was? Dann mal gucken, wenn ich jetzt da sowieso rechts durch kann. Wo komme ich denn da? Oh. Lass mich ran. Ein paar von euch sind unfreundlich. Ich habe den Feuerstab! Tschüss! Der kommt nie mehr. Bist auch so ein unfreundlicher Zeitgenosse? Nö, der ist nett. Gut. Aua, Mann! Hab doch nicht gesehen, dass er geht durch. Menno. So, jetzt aber. Dankeschön. So, und sonst oben. Da oben ist irgendetwas, aber komm ich gar nicht hin, doof. Was das soll, so kann man immer mal unten weiter, sprich, es geht weiter vor. Oh! Geht doch. Mann, komm auf damit, Link! So, jetzt aber. Dass ich ihn nach unten schicken will. Okay, wofür ist das genau gut? Kann ich jetzt hier. Ah, ich komme hier dran vorbei, aber Gott sei Dank, okay. So, Mann, Link! Geht doch. Mann, nicht der schon wieder? So, langsam mal gut hier, oder wie? Komm ich jetzt hier genau... Ah, wieder mal Abkürzung. Geil, geil, geil. So. Komm jetzt hier, können wir zwar hier runterfallen lassen, aber nö, ich geh erstmal hier entlang. Hui, zur Truhe. Ja, der Schlüssel, na endlich. Das ist wieder eine Abkürzung. Geil. Ich gehe mal nicht weiter. Okay, muss wieder zurück. Und dann starke Hilfe. Das hätte auch schief gehen können. So, Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt soll ich hier wirklich runter. Das soll ich mir wirklich antun. Ihr wollt das wirklich, dass es mir hier wehtue? Ihr wollt es, okay. Nö. Wieso? Sehe ich nicht ein. Herzen noch, dankeschön. So, und? Ja, doch, könnt bereits zum Boss gehen. Ist das wo ist denn eigentlich der? Wo ist denn der kleine? Hier ist er, im 2. Im zweiten Stockwerk. Ja gut, ist er eigentlich nicht, wa?
Wenn ich schon einen Schlüssel vorrätig habe, vorrätig kann natürlich, wieso nicht mal zurückgehen? Abkürzungen sind ja auch da. So, alle Türe, und was ist hier los? Ein großes, großes Nix. Aber fast. Das gibt's nicht. Egal, geh so unter. Hui! Ein eisiger Hauchbeet. Wow, ein Lobo. Toll, und jetzt? Stolper runter. Boom. Alles klar, Hilfe! Natürlich muss der auch kommen. Mann, ey, du Arsch. Du. So, was machen wir hier unten? Wow. Wir haben soweit alles. So, und der noch weg. Oh, das war ein bisschen doof. Ah. Doch nicht, der schon wieder. Ups. Mann, ey, ich knall dich ab. Ich schwör's! Oh, wenn ich zielen würde. Mann, ey, wieso? Link! Das geht's nicht, der will mich verarschen. So, jetzt aber. Okay, Kumpel. Wow! Oh. Das wird so nix. Komm wieder hoch, komm hoch. So, jetzt aber. Geht doch, meine Güte. Oh. Okay, so schon mal nicht. Kein Problem. Natürlich schon. So, okay. Wow, schnell drüber. Wie sieht's hier unten aus? Alles clear? Von wegen, aber immerhin. Komm ich einigermaßen durch? Nein! Tja. Das ist halt so im Blindlaufen, wa? Oh, das war ein bisschen falsch. Was ist denn jetzt schon wieder? Boom! Schön, kann man jetzt eigentlich. Ja, hier geht's auch wieder weiter, gut. Dann bin ich hier, so, und wo jetzt? Jetzt hier noch einen Schalter betätigen. Zip. Noch eine Abkürzung, geil. Sieht man auf der Karte gar nicht, noch nicht schlecht. Hier geht's wieder zum Anfangspunkt, gut. Tja, vorhin würde man sagen, wir haben alles hier, war U3 ist U2, U1 EG. Part wäre zwar schon fast vorbei, aber wisst ihr was? Den Endboss, den schenke ich euch noch in diesem Part. Den holen wir uns noch. So, ein paar Herzen, bitte. Geil. So, nochmal raus, nochmal rein, vielleicht nochmal ein paar Herzen mehr. Herzenschmerzen, ja, der Trick klappt noch. Egal, muss reichen. So. Und runter geht's. Zip. Servus. Schon wieder so ein Augenviech, ey. Okay, also eins muss man lassen. In diesem Spiel gibt's echt viele Augengegner. Auf dem Design hin erinnere ich mich ein bisschen an die Eisfrau aus Fallout Princess. Ups. Jetzt abblocken müssen an den Hylia-Schild. Das klappt doch, oder? Oh, weg hier. Wow. Ja, ich habe so Schmelzen gebracht. Muss ja hier nicht mit dem Morgenstern nachreichen wie bei Twilight Princess, aber immerhin. Und ich habe schon das goldene Master-Schwert. Damals im ersten Song hatte ich leider nur das rote damals schon gehabt. Und ich sehe jetzt schon, dass mit dem goldenen geht schon sehr viel einfacher als mit dem roten. Jetzt schon bei Phase 2. Bin so eingefroren, egal, sogar nochmal. Werd nicht wahnsinnig, Kumpel. Ich kann es ruhig mir überlassen. Oh. Wow, Alter, das war gemein. Runtergestoßen. Du Sackgesicht, hey, du Sackussi. Natürlich Sackgesicht. Also, ihr versteht schon. Du. Hier bin ich. Oh, du Scheiße. So, nein. Oh, wow! Ein Triforce-Dinger, hey! Die frieren auch übel ein. Bleib stehen, Mann. Aber ihr seht schon, er ist nicht so ein schwieriger Gegner. Wie durchaus schwieriger.
Kosamas-Schwert sowieso kein Problem, mit der blauen Rüstung auch nicht. Also wenn ihr hier eine Hardcore-Challenge haben wollt bei dem Viech, dann keine blaue Rüstung, kein besseres Master-Schwert und vor allem zockt im Heldenmodus. Weil da kriegt ihr ja viermal so viel Schaden. Achtmal sogar? Nee, viermal glaube ich. Reicht auch so. Bereits im Normalmodus, wo es teilweise Gegner hier 8 Herzen so abziehen. Nee, Moment, 8 ist ein bisschen viel, 4 und so. Yeah, Mann, was alles von uns noch 2 Herzteile? Ja, doch, Herzteile, stimmt schon. So, Rosso, du bist befreit, Mann. Und damit, Freunde, haben wir bereits alle Weißen befreit und kriegen dafür ein super geiles Geschenk. Hä? Das kann doch nicht. Bist du es, Michael? Jetzt ist also raus. Ich bin einer der 7 Weißen, Nachfahre von Darunia. Na, ich weiß ja nichts aus, bin eine Kreuzung zwischen Corona und Juliana. Wa? Was sagst du dazu? Sieht geil aus, wa? Was denn, du bist überrascht? Naja, verstehe ich, ist ein bisschen eine andere Hautfarbe und so. Jedenfalls sieht es aus, als wären wir alle versammelt. Dann lass uns dir das Triforce des Mutes überreichen. Was wissen die davon? Damit hast du nun die Kraft, Yuga zu besiegen. Also meinst Yugenen. Wenn es jemand schaffen kann, Hyrule zu retten, dann du, kein Zweifel. Was los, nimm es an dich. Einfach nur der Wahnsinn, Mann. Das Triforce des Mutes. Es wartet auf uns. Tja, wir können natürlich einen ganz fiesen Cut machen und sagen, nö, machen wir im nächsten Part, aber nee. Dann ganz kurz hoch. Hallo, Owen. Die Menschen können stolz darauf sein, einen Helden wie dich unter sich zu wissen. Ich hoffe, dass wir auch endlich die Missgünstigsten meiner Untertanen das erkennen. Ja, ja. War ja früher auch so. War dann die Zora sind Menschen, also Hylianer waren ja auch freundlich. Du hast dich als wahrer Helden bewiesen. Ich bin stolz auf dich, Kleiner. Danke, Mann, du Goron-Hylianer-Schnitt. Die Chica-Frau. Unsere Kraft soll dir gehören. Rette Hyrule natürlich. Und rette die Prinzessin. Ist das klar, Mann? Sonst gibt's Rüge. Okay, und da haben wir natürlich Irene, die Nachfahrin der Gerudo, wie ich mal vermute. Michael, bitte. Komm heil wieder zurück, ja? Sonst habe ich niemanden mehr zum Taxifahren. Ist klar. So, wer das? Wurde ich Nachfahrer von Ach du Scheiß von Rauru? Du bist als der Held. Ist mir etwas peinlich, das angenommen hat, ich wäre es. Ja, wäre mir an deiner Stelle auch. Müsste sie eigentlich auch sein, oder? Ist sie von Zelda? Könnte auch sein. Wo Götter von Hyrule steht unserem Helden Michael bei. Ja, Prost. So, natürlich der Kleine von den Kokiri. Du hast geschafft, Michael. Yeah, jetzt kann ich meinen Vater keine Schlafmütze mehr nennen. Naja, vielleicht doch. Wird er garantiert noch. Egal, Freunde, das Triforce des Mutes gehört uns. Du hast das Triforce des Mutes erhalten, ja, von dem wir allerdings nichts sehen. Yeah, Mann, geil! Michael, Held von Hyrule! In dir ruht die Kraft der Götter, du hast die Macht, Yugenens finstere Pläne aufzuhalten. Geh dich nun in die andere Welt und suche Schloss Lurul auf, du hältst unser aller Schicksal in den Händen. Ich werde für dich und Prinzessin Zelda beten, auf dass sie unversehrt zu uns zurückkehren möget. Okay, Mann, yeah! Yeah, Mann! Schon geil, wa? Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben 9,5 Herzen, wir haben alle Weißen befreit, wir haben hier soweit alles voll, also natürlich jetzt hier noch und die Rote Rüstung kommt noch, ist schon klar. Was sonst ist alles Picobello voll, 3 Maimais fehlen noch und die Maimais, glaube ich mal, werde ich im nächsten Part dann anpacken. Inklusive natürlich nach der letzten Flasche, da fehlt ja auch noch hier was, wa? Genau, dann vermute ich im übernächsten Part dann die letzten Upgrades noch und das... Ja, 2 Herzteile nach. Oh, 1 Octoball war vermutlich mehrere Parts, der redet schon. Was letzte Herzteil sein soll, da muss ich mich glaube ich noch ein bisschen schlau machen, aber egal. Bis zum nächsten Mal, hier bei A Link Between Worlds. Oh yes, man, es geht voran und Yugenen kann sich schon mal
an seinen schweinemäßigen Hintern packen, denn den werden wir ihn natürlich kräftemäßig versohlen. Also bis dahin, ciao zusammen!